Ich so, bam und dann so, bam und dann war das so, bam. Und damit herzlich willkommen zu unserem dritten Teil von Battle Block Theater. Und oh, Alex hat was voll cooles rausgefunden, nämlich dass er hier so einen voll krass Suizid mit einem Furz begehen kann, was einfach nur episch ist. So. Okay. Und ich habe mein Gesicht geändert, weil ich war beim Arzt und dann habe ich das mal ein bisschen operieren lassen. So, warte. Wow, danke. Danke, dass du mir das sagst, dass du mich gleich werfen wirst, aber egal. Auf jeden Fall, ich hab mich jetzt operiert, damit ich nicht mehr nur noch so ein halbes Gesicht habe für euch natürlich, Leute. Nur waren da halt so ein paar Operationsfehler, wodurch ich jetzt so ein Sternengesicht habe, aber ist ja egal, bin ich halt so ein bisschen Patrick und so, aber... Egal, Mann. Wow. Von der Dummheit kommst du hin, wie man letztes Video schon gesagt hat, aber... Markus! wie sollen wir überhaupt hochkommen da? Ich weiß es nicht. So auf jeden Fall nicht. Komm her. Wieso ist da eigentlich? Warte, ich weiß. Hier kommst du wahrscheinlich durch. Nee. Oh, nee. Ich bin nur ein Stern. Wie soll man jetzt hier weiterkommen? Ich bin nur ein Stern. Und wir machen hier bestimmt. Bisschen Updance hier so. Oh mein Gott. Egal, wie sollen wir das jetzt machen? Ich weiß es nicht. Komm her. Ja! Nein! Fuck, nicht sterben jetzt! Warte. Hey! Oh, geile Nein! Hä? Wow. Oh, bitte block mich nicht. Fuck. Ah. Alter, das ist eine harte Absprache, jo. Ich muss das Boot runterpushen. So. Oh. Okay. Ja. Warte, stopp. Der ist böse. Ja, mach ihn kaputt. Wow. Frisbee, die sind so wunderschön. Da ist der Ausgang, aber hier sind bestimmt noch... Ich kann nicht in den Ausgang. Ja, das stimmt. Ah, jetzt haben wir alle. Wow! So hier, harte Mechanics wieder going on. Ja, Mann. Leider, diesmal keine Affen-Mechanics. Aber ist der nicht so schlimm, Kriegen wir wahrscheinlich auch wieder. Oh, wir haben Eie. Ja, okay, jetzt noch 5 Level, dann ist der. Ja, Mann. Du musst da ans Wasser gehen, oder glaube ich. Nein, nicht so, warte, ich glaube, wir müssen anders lang. Lass es noch. Pum. Gib ihm Schlag, Pum. Ein Boot. Nein, nicht so. Okay. Echt so. Aber wir müssen es ordnen, Digga. Alter! Du bist einfach auf der Frisbee dann hoch. Alter, hast du das gesehen? Ich so, bam und dann so, bam und dann war der so, bam. So, bam, ne? Ich hab das Feuer oben nicht gesehen. Komm, Bro, ich helf dir. Wow. Oh. Nein! Eigentlich ist es ja komisch, ich bin Seestern, kann ich schwimmen. So. Nein! Ja, so kann ich auch. Wie kann man eigentlich in so einem kleinen Wasserteil? Also hoffe ich, meine, er ist genauso groß. Oh. What the fuck? Du musst die ganze Zeit rechts hin. Ich muss gar nichts, Alter. Ach ja, übrigens hoste ich jetzt diesmal das Spiel. Damit. Muss man mal. Das hätte fast geklappt. Hör auf zu schlagen, Mann. Das hätte fast geklappt. Ernst? Was? Ich glaube, wir müssen sie immer so blocken, Alter. Ja, spring hoch. Digga. Ich muss springen. Okay.
Okay. Komm auf die dunkle Seite. Wow. Ja, wir machen's so. Wir machen's so. Auf! Was? Was? Alter, nein! Scheiße! Wir müssen da durchlaufen. Weißt du was? Komm, leck mich. Warte, ich schaff das. Es ist doch viel zu Mainstream, hier normal durchzurennen. Achso, ich war da vorne. Ich glaube, Mainstream ist gerade besser, aber egal. Hier guckt viel zu Mainstream. Machen wir das einfach so. Siehst du? Siehst du, das ist viel zu Mainstream, das normal zu machen. Achso, ich stand es da sogar drauf. Können wir jetzt wieder wegkommen? Ich denke mal zurückgehen, ne? Ich sterbe. Siehst du? Ich sterbe einfach zurück. Oh Gott, ich bin einfach stinkt. Ja, wir sollten es, glaube ich, richtig machen. Ha! Ich hab's geschafft! Besser als du, Bitch. Affenmechanics, nein! Ich hab's geschafft. Fuck! Okay. Hier ist, hier ist tot. Achtung, da ist tot. Ich hab's. Okay. Alter, ich bin aber auch echt im letzten Moment noch reingegangen, wo es mich hätte killen können. Oh. Nein! Wieso ist da oben was? Ich glaube, da ist was. Warte. Ja, tot. Lol. Fuck. Ja, da ist immer noch tot. Ich würde aufpassen. Okay, hier. Nein, warte, da ist doch irgendwas. Siehst du? Siehst du? So. So. Wir meinen einfach so dasteht, so, ich bin der Boss. Wird spät. Ich stelle mich mal hier hin. Ich glaube, das ist eine gute Position. Ich glaube, jetzt musst du irgendwie hin. Du musst mit der Leiter, genau, mit der Leiter. Wieder Affenmechanics auspacken. Auspacken. Ja, Mann. Teamwork OP und so. Digga, ist voll OP hier, Alter. Ja, Mann. Läuft hart. Wir haben es jetzt eigentlich geplant, Markus. Wollen wir jetzt immer eigentlich nur eine Folge machen? Also immer so 3 Level pro Folge, oder? Nee, ich habe einen Timer laufen, immer 15 Minuten. Achso, okay. Gut. Ja. Da habe ich immer im Auge, so. Hier im Augenwinkel, in meinem dritten. In meinem dritten Augenwinkel. Oh, fuck mich. Das. So, das ist doch nichts. Ja, so auch nicht. Jetzt springen, los. Nein. Nee, okay. Jetzt. Fuck. Wow. Komm her. Schnell. Wow. Achtung, da kommen Blitze. Wir brauchen das Schiff hier. Ach was, überbewertet. Oh, hier sind Leute. Ha, er ist einfach mit Wucht kaputt gegangen. Spawn-System ist gerade los. Ja, man spawnt einfach irgendwo, das ist komisch. Wir sind aber rein, Digga. Wie? Achso, ja, da brauchen wir das Schiff für, vielleicht. Mann, wieso denkst du denn nicht schon früher an das Schiff? Das kannst du eigentlich. Digga, ich denke schon die ganze Zeit dran, Mann. Alter, der hat mich da gerade fast. Yeah, wir haben den ersten. Und du bist das Offen einfach. Affenmechanics! Nein! Really? Okay. Ich schwimme hier mal ein bisschen, ne? Nee. Okay. Take me to the moon! Nein! Wir sind jetzt zu spät, ne? Komm rein. Komm jetzt back! So. Oh Mann, was kannst du eigentlich? Ach du Scheiße! Ach du! Wow! Du bist so schlecht! Ich bin. Ah, nein! Oh, gerne mal Markus am Werk. Ja, ich glaube, ich bereue es, glaube ich. Wow! Diese Räuberleiter. Shit. Ach du Scheiße.
Jetzt irgendwas, lauf. Machst du fertig? Oh. Okay. Ist hier noch irgendwo was? Ich schub's dir einfach in. Hier, schau mal. Ja. Fuck. Das hast du gut gemacht. Hab ich geplant, Markus. Ich bitte ins Ziel gehen. Geht euch lang. Warum? Ich kann mich nicht bewegen, ich hab keine Beine, ich bin nur ein Stern. Guck mal. Der ich Markus. Der hat fünf Sterne. Er hat voll gelächelt, Mann. Nein. Der lächelt einfach nur, weil das Spiel sich krank macht, Alter. Deiner sieht voll traurig aus, Mann, also. Ne? Das ist auch ein Dreieck. Oh, Dame. Willst du froh sein, wenn du ein Dreieckskopf hättest? Willst du noch froh sein, Markus? Pyramid Head. Können wir das schon reingehen? Ja. Wow! Oh, oh, oh. Ja, wir müssen da sogar rein. Ja. Glaubst du? Oh, hier sind sehr viele Zuschauer. Wir dürfen hier jetzt nicht verkacken, ne? Hier sind sehr viele Zuschauer. You have to run. You cannot walk, for this is a race against the clock. Okay, wir müssen rennen. Das ist ein Rennen gegen die Zeit. Renn einfach. Ich renne. So. Okay, das ist gut. Hä? Ach, hier ist ein Schiff. Hä? LOL. Aber das Schiff ist jetzt da. Gut. Komm her. Fuck! Wieso? Achso, das ist der Typ da. Hä? Nein! Komm her. Ja. Wow. Dieser Teleporter da, ne? Okay, komm. Komm, eil dich. Was machst du da? LOL. Hier, komm, renn. Achso, ich dachte, man darf das. Wow. Wow. Ich renne einfach weiter. Das ist ein Ding. Okay. Explodier schneller! Oh Gott. Oh. Nein, du musst da auf mich drauf. Du musst auf mich drauf. Warte. Jetzt. Jetzt musst du mir die Hand geben. Perfekt. Egal. Krass. Bist du krass, Mann? Okay. Was macht dieser Geist da? Ich glaube, wir müssen hier lang. Auf jeden Fall. Nicht für dich, oder? Also diese Geister, ne? Okay, wir müssen da rein, Markus. Ach so, ja gut. Ich hab's geschafft. Oh Gott, da war Wasser. Also wir müssen irgendwas anderes machen. Ja, mein Ding hat das ausgelöst. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe, aber hier, komm her. Du musst das auslösen. Jetzt musst du dahin springen, wo du das erste ausgelöst hast. Und so nicht. Kann ich das so auslösen? Ja. Doch, kannst du. Kannst du auch. Du musst es mit der Frisbee machen. Ach, scheiße. Okay, ja. Da geht es ja, es geht ja. Ab. Fuck. Ja, okay. Scheiße, helf mir hoch. Boah, kann ich nicht. Nein! Shit. Lass mich, wir müssen alleine. Ach, oh, scheiße. Okay. Nein. Warte jetzt, ich geh zuerst. Das hat keinen Sinn, wenn wir beide gleichzeitig gehen. Wir lösen die nicht so schnell aus. Lass mich einfach zuerst. Okay. Wow. Schön gekonnt. Klasse. Achtung. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh shit. Rennen! Hä? Markus. Oh. LOL, das ist voll schwer, wenn du die ganze Zeit hochkommen wirst. Du musst da Doppelsprung zwischendurch machen. Nicht auf die glühenden Sachen kommen da. Weiter. Hoch. Doch, da hoch, hier. Achso, ich bin da unten gewesen, ich hab ja voll auf dich geschaut, statt auf mich. Fuck, 5 Sekunden. Abs! Was für Scheiße. Das kann man machen. Ja, wir haben sogar alle. Ja, ich hab den Schlüssel. Ich hab's geschafft. What the fuck? What?
Was zum... Ach, ist das heilige Scheiße. Ist das Ding... Oh, famous? Yeah, wir sind fame! Nein, ich glaube, das war, wie gut wir waren. You sure know how to make the best of a confusing and hopeless situation, but boy, this place is quite the enigma, wouldn't you say? I would. And you know, a little warning would have been nice, you know, before they threw us headfirst into this gladiatorial, prisony place with its perilous medley of twisted stage productions that shred the silky fabric which weaves together the fragile blanket of sanity that keeps us sane. But you know, whatever. Either way, it's safe to say we're in quite a pickle jar here. We gotta rescue our friends and get back to Mr. Bo. I mean, they do the same for you, and adventuring just wouldn't be the same without, I don't know, this guy. Best chef in all the land. Food so stupid delicious, one taste would blow your face through the back of your head. Like bang, splat! And who could forget this quirky fellow? You know, he owns a bat farm back home, and his lifelong dream is to breed a terrifying race of super bats. None of which makes any sense, of course, because he's absolutely terrified of bats. And this lovely lass always tells the best bedtime stories, hands down. Plus, she always smells like chocolate, so that's good. And then there's this guy and this handsome fellow and that thing. All your best friends imprisoned, and they don't like it very much because it's bad and horrible. And then there's Hattie, the best friend of all. Why did he stab us in the back and twist the blade? I mean, just this morning he gave everybody flowers and presents, and now he goes out of his way to hurt our feelings? Oh, I think not. You can't fool me. Hattie would never betray us. Never. Something fishy's going on here, and I think I don't like it right now at all. It must have something to do with that scary, albeit fashionable, hat. Sure looks evil. I mean, it's glowing red and stuff. Glowy red stuff is always bad. Everybody knows that. So what dangerous treats lie in store as we continue to unravel this treacherous sweater? I don't know. But use caution as you continue your gallant endeavor. Don't like, fail and die and stuff, because it's all up to you now. What? Why did do that? That was scary. Ja, und damit würde ich sagen, wäre die Folge auch schon wieder vorbei. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Jo, ciao, ciao, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.